Jana. Und ich bin Tobias. Und wir geben euch heute einen Einblick in die Pflegeausbildung bei Vitos Riedstadt. So an der Arbeit hier und der Ausbildung in der Vitos gefällt mir besonders zum einen mal, dass ich natürlich mit Menschen arbeite. Und auch natürlich ganz wichtig, auch dass jeder Tag abwechslungsreich ist. Jeder Tag ist anders. Auch die Arbeit im Team, sowohl in der Pflege als auch mit den behandelnden Ärzten und Therapeuten. Die Arbeit in der Psychiatrie ist auch sehr vielfältig. Wir haben zum Beispiel Angebote einer tiergestützten Therapie mit Therapiehunden. Da haben wir die Celine und die Clara, mit der man dann unterschiedliche Übungen machen kann zur Stressbewältigung halt für die Patienten. Was wir auch noch als Möglichkeit haben, ist zum Beispiel die Skillsbox, welche unterschiedliche Übungen und Mittel beinhaltet, mit denen man zum Beispiel auch den Patienten Angebote zur Stressbewältigung machen kann. Ich habe im Oktober meine Ausbildung zur Pflegefachfrau hier bei Vitos Riedstadt begonnen. Dafür entschieden habe ich mich, weil mir das FSJ, welches ich vorher in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gemacht habe, so gut gefallen hat. Wenn du teamfähig bist, gerne mit Menschen arbeitest, motiviert und interessiert bist, dann kann ich dir diese Ausbildung sehr empfehlen. Die Pflege ist ein Job, der immer gebraucht wird, was wir auch vor allem jetzt in der Krise merken. Ich kann dir empfehlen, fang bei Vitos Riedstadt die Ausbildung an, denn hier wird individuell auf dich eingegangen. Es herrscht ein sehr wertschätzender Umgang. Du arbeitest in Teams aus den verschiedensten Berufsgruppen, wirst super integriert und die Pflege hier ist kein Endbahnhof. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, was du nach der Ausbildung hier machen kannst oder sogar begleitend. Beispielsweise das Advanced Nursing Practice Studium Dual. Hi, mein Name ist Maximilian Gerten. Ich bin Gesundheits- und Krankenpfleger hier bei Vitos Riedstadt und befinde mich aktuell in der Weiterbildung zum Praxisanleiter. Meine Kollegen und ich unterstützen euch vom ersten Tag eurer Ausbildung bis zum letzten Tag eures Examens und sind bei Problemen oder Unterstützungsbedarf regelmäßig für euch da, immer erreichbar und immer in eurer Nähe. Hier bei Vitos Riedstadt habt ihr nicht nur die Möglichkeit, ein Pflegefachmann oder Pflegefachfrau zu sein, sondern habt auch und bekommt diverse Angebote, euch weiterzubilden und euch beruflich noch weiter zu entwickeln, wie beispielsweise Praxisanleiter oder einen Studiengang oder eventuell auch eine Fachpflege. Hallo und herzlich willkommen bei Vitos Riedstadt. Mein Name ist Tanja Rether und ich bin hier Schulleitung bei der Vitos Schule für Gesundheitsberufe. Wir haben eine wunderschöne kleine Schule mit 60 Ausbildungsplätzen und sind natürlich auf der Suche nach geeigneten Azubis, die gerne diesen spannenden Beruf erlernen wollen. Die Ausbildung generell gliedert sich in Theorie, Praxis. Die Theorie findet hier statt in Blöcken, die Praxis im Haus, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Erwachsenenpsychiatrie und andere Bereiche, aber natürlich auch extern in Krankenhäusern, Altenpflegeheimen, ambulanten Pflegediensten und Bereichen, die Sie sich vielleicht aussuchen möchten. Unsere Ausbildung hier ist generalistisch geprägt, das heißt, Sie bekommen eine umfassende Ausbildung und was wir Ihnen natürlich auch anbieten können, ist ein platzduales Studium. Deswegen suchen wir Bewerber, die zumindest eine gute mittlere Reife mitbringen oder schönes Abitur und mindestens 17 Jahre alt sind. Wenn Sie weitere Informationen brauchen, bin ich gerne für Sie ansprechbar. Sie erreichen mich über die Vitos Homepage und ich freue mich auf Ihre Bewerbung.